Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Zoo. Und ihr seht schon, wir sind hier nochmal im Mars Zoo. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, das wird wahrscheinlich die letzte Folge werden von diesem Zoo, also zumindest eine reguläre Folge. Ich werde auf jeden Fall nochmal eine Parktour machen. Ah, okay. Macht unser Kollege hier gerade schon. Wichtig. Aber ja, wie gesagt, wir gehen mal nach ganz hinten durch und ihr seht schon, ich habe die Barrieren weggenommen. Habe hier vorne noch so ein kleines Teil hingestellt. Und hier auf der Seite haben wir letztes Mal unser Gehege für die Wölfe gebaut. Und ich finde, es sieht ganz gut aus. Wo sind sie denn? Alle hier hinten? Ui. Da sind sie alle, spielen mit den Boxen und sowas. Wo ist unser schwarzer Wolf eigentlich? Wir haben extra einen schwarzen Wolf hier drin. Habe ich gut Geld für gezahlt. Und jetzt ist er einfach weg, oder wie? Wo ist denn der? Einfach verschwunden. Ah, ne, hier. Da ist er doch, der Kollege. Am Schlafen. Und ich finde, es sieht wirklich schön aus. Aber ja, dann haben wir hier den kleinen See hier. Und halt diese offene Fläche. Tatsächlich die letzte freie Fläche in diesem gesamten Zoo. Und ja, da müssen wir natürlich was dran ändern. Das kann ja nicht sein, dass hier diese wunderschöne Kuppel einfach frei bleibt an der Ecke. Also, ihr seht es vielleicht schon hier. Ich habe ein paar Müll mal reingesneakt hier in die Ecke. Weil sonst hier überall Müll rumflog und das sah scheiße aus, ganz ehrlich. Aber gut, jetzt hatte ich ja schon mal angekündigt, was hier rein soll. Hier wollen wir ein paar Beeren reinhauen. Und ich habe mich für Isabellbeeren entschieden. Weil, ganz ehrlich, wenn wir mal gucken, bei einem Bär. Was haben wir zur Auswahl? Wir haben Eisbären. Ist logisch, dass sie hier nicht reinkommen eigentlich. Allein einer hat 3200 Quadratmeter als Sache. Und sie passen nicht wirklich rein. Ja, das ist halt einfach nicht machbar mit einer Kuppel. Also selbst wenn ich ihm die ganze Kuppel hier geben würde, wäre zu wenig. Dann gucken wir mal weiter. Was hätten wir noch? Einen Grizzly? Könnten wir theoretisch machen. 2 mit 800. Könnte man machen. Was haben wir hier drin? Wir haben hier drinnen gerade 1200. Wenn wir dann runtergehen und sagen, okay, oh Gott, was ist denn hier schon wieder für ein... Oh Gott, was ist denn hier schon wieder unterwegs? Alter. Ich muss vor der nächsten Parktour nochmal aussortieren. Anscheinend sind gerade alle meine Gehege am eskalieren. Aber ja, wie gesagt, Grizzlies werden knapp vom Platz, weil ich will hier ein bisschen mit Bäumen, Hügeln und sonst was arbeiten. Da wird das kritisch, wenn wir sagen, okay, komm, wir machen einen, kommen auf 800 Kilo, Quadratmeter runter. Und ja, deswegen, Grizzlies ist auch nicht so das Wahre, könnte man aber nehmen. Großen Ameisenbär und so brauchen wir, glaube ich, nicht zu überreden. Isabellbär ist ähnlich wie der Grizzly. Haben wir aber den Vorteil, wir brauchen nur 600 Quadratmeter für 2. Also deutlich machbarer, deutlich schöner für uns. Also deswegen, Isabellbär, logisch. Und wenn wir nochmal weiter gucken, taiwanischer Schwarzbär. Ich weiß nicht, ich mag den vom Aussehen nicht ganz so gerne. Und er braucht, ja, auch wieder 1000 Quadratmeter. Sogar noch mehr als die Grizzlies. Von daher wird das Ganze kritisch werden. Deswegen haben wir uns für den Isabellbär hier entschieden. Und wie gesagt, wir haben auch den Vorteil, wir brauchen keine Kletteranforderung, keine Wasseranforderung und keine Tiefwasseranforderung. Der Grizzly müsste, meine ich, sogar noch zusätzlich seine Wasseranforderung haben, oder? Hat der Wasseranforderung? Nee. Er sagt, naja, find's gut eigentlich. Ja, gut. Aber wie gesagt, wir haben unseren Isabellbär schon vorhanden hier eigentlich. Werden wir mal gucken, oder? Hatten wir den? Ich meine, wir hatten schon welche, genau da haben wir sie doch. Und deswegen, wir schicken die direkt erstmal rein. Und gucken uns mal an, was die haben möchten, damit wir das auch Ganze so nach deren Willen transformieren können. Und mir fällt gerade auf, wir haben 16 Jahre gebraucht, um das Ganze hier zu bauen. Auch interessant. Und jetzt ist auch die Frage vor allem, wie lange brauchen die, um hier rüber zu kommen? Um die Tiere zu liefern. Und ihr seht hier hinten auch schon, ich habe meine Wand hier schon einmal hingestellt. Und da haben wir sie. Das ist 2 in einem. 2 in einem. So, sind auseinandergegangen und jetzt gehen wir das erstmal ganz schnell pausieren. Ansonsten ist hier die Hölle los. Okay, wenn wir mal gucken. Begehbarer Bereich, sie haben sehr, sehr große Hitzonen am Rand hier leider. Müssen wir daran denken, dass sie sehr, sehr große Hitboxen anscheinend haben. 1312 haben die. Hat das Spiel nicht gesagt, ich habe nur 1200? Okay. Haben wir anscheinend doch ein bisschen mehr sogar noch. Wie sieht es aus mit dem Gelände?
Ja, okay, sehr viel Erde und sehr viel Fels. Das heißt, wir werden genauso wie bei den Wölfen hier sehr viel mit diesem Gras arbeiten müssen. Setzen wir mal ganz kurz rein, haben die da was gegen? Wenn ja, wäre nervig. Sie haben was gegen. Ah, das wird schwierig für die, was Schönes dann zu bauen. Okay, gucken wir mal, dass wir da irgendwas hinkriegen. Wird ähnlich gestaltet werden wie hier. Und ich würde mal sagen, wir bauen als erstes hier die Barriere rum. Dann kümmern wir uns um Terraforming und dann um die Bepflanzung. Und dann würde ich mal sagen, starten wir direkt hier mit der Barriere. Und dann bis gleich. Wir haben jetzt hier ein fertiges Gehege an der Seite und ich habe was geändert, weil mir ist nämlich beim Bepflanzen was aufgefallen. Und zwar haben wir jetzt hier keine Isabellbeeren mehr drin, sondern wir haben Grizzlybeeren doch drin. Es klappt hoffentlich trotzdem, dass wir hier noch so viele Bäume drin haben. Wartet. Und. Oh, das ist ganz knapp. So, wie viel brauchen die, wenn wir noch ein Kleinkind dazu packen. Dann bräuchten sie 610 laut dem Ding. Warte mal, ich war beim Falschen, oder? Ja, ich war beim Falschen. Grizzlies 2,1. 825. Und wir haben 850. Das ist also eine Sache. Wir dürfen genau ein Kind haben. Und dann funktioniert es nicht mehr. Okay. Wichtig zu wissen. Aber umsetzbar. Aber wie gesagt, warum sind wir auf Grizzlybären rübergegangen? Einfach aus dem Grund, weil bei Grizzlybären, jetzt, ihr seht schon, ich bin sehr, sehr viel auf diese Laubbäume gegangen hier. Das war ja auch von Anfang an mein Plan. Aber die Isabellbären haben die einfach nicht zugelassen. Die wollten die nicht und hundertprozentig falsche Bäume wollte ich jetzt auch nicht machen. Und ich wollte nicht auf der einen Seite so einen Laubwald haben und auf der anderen Seite einen Nadelwald oder so. Das ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Aber jetzt, bevor unsere Grizzlybären hier verdursten, fangen wir einfach direkt mal an und gehen das Gehege durch. Einmal ganz kurz. Gucken Sie an, wie es aussieht. Ja, ihr seht schon, hier haben wir hier deren Höhle. Leider durfte ich hier nicht auskleiden, weil ansonsten wäre es nicht geklappt. Hier haben wir das Essenstablett gerade. Dann haben wir hier so einen kleinen Area, wo es auf den Berg hochgeht hier. Leider können die auch hier nicht runter. Ich weiß nicht warum. Aus irgendeinem Grund wollen sie hier einfach nicht runtergehen. Das ist wieder Pathfinding in Planet 2. At its best, wohlgemerkt. Ja, aber jetzt ist die Sache. Müssen wir noch unsere Kleinigkeiten hier reinbringen? Wir haben Grizzlies. Und was kriegen die hier? Natürlich, eine Baumfutterspender ist auf jeden Fall gut. Nur jetzt haben wir die Sache, durch dieses ganze Gestrüpp hier kommen wir nicht mehr so einfach ran. So, das stellen wir gerne in die Mitte. Ist aber so. Das Ding hier würde ich gerne an einen großen Baum anbringen. Hier so vielleicht und dann den Baum nehmen und hier den machen. Genau, da oben hängt das jetzt aus dem Baum raus. Von der Besucherseite annehmen. Von der Besucherseite sieht man es jetzt extrem mit dem Reifen.
Machen wir mal so. Da haben wir auf der Seite die Reifen rausgucken. Sieht vielleicht ein bisschen unauffälliger aus. Diesen Fleischsack hier können wir hier vorne raushängen lassen. Weil wir dürfen den ja nicht wirklich raushängen lassen. Der muss ja immer noch an sein Holz kommen. Genau so. Dann, was können sie noch kriegen? Einen fixierten Futterspender. Hier vorne soll nochmal was hin. Das heißt, sie kriegen das hier vorne. Warte mal, so. Und dran da. Warum auch immer der so riesig sein soll. Aber kann man ja nichts dran ändern. Einen Bambus können die hier oben hinkriegen, finde ich. So. Dann, was brauchen sie noch? Einen Feuerwehrschlauch. Können sie auch hier oben hinkriegen. Hier so in der Ecke. Einen Ball. Legen wir den mal hier oben hin. Der fällt dann ja sowieso runter. Oder? Oh, das wird knapp mit runterfallen. Aber egal. Kräuterwitterungssachen. Stellen wir den einmal hier oben drauf. Sogar so ein bisschen rausguckend. Dann hier unten runter würde ich gerne nochmal einen haben. Und das funktioniert schon mal nicht, weil es dem Boden wieder anpasst. Setzen wir halt einen hier in diesen Baum. Setzen einen, obwohl hier vorne brauchen wir keinen. Hier hinten in die Ecke irgendwo. Und in der Höhle brauchen wir auch keinen an die Schlafmöglichkeit. Ohne einen Kratzbaum müssten wir eigentlich einbauen, aber die sehen halt scheiße aus, wenn wir den einbauen. So eine Reibesäule sieht auch scheiße aus. Mann, was machen wir denn? Bauen wir einen so eine Waldkiefer ein? Könnten wir machen, hier einfach so in der Mitte setzen. Ja, komm. Passt. Dann setzen wir die so in der Mitte hier einfach rein. Fällt nicht auf. Da haben sie da einen kleinen Reibbaum drin. Ist nicht meine favoritisierte Lösung, aber immer noch besser als nix. Und jetzt müssen wir noch irgendwo hier den Wasser oder die Wasserversorgung reinbauen. Und das machen wir hier. Nehmen dafür den hier weg. Bearbeiten dafür hier die Sachen ein bisschen an der Seite. So und so. Dann bewegen wir den hier nochmal ein bisschen weg. Und den hier nochmal ein bisschen weg. Und schon klappt das auch. Haben wir hier drin jetzt irgendwas zerstört? Nö, das passt alles noch. Und wir haben hier jetzt vielleicht ein bisschen Überarbeitungsbedarf. Ganz vielleicht aber auch nur, oder? Hier so ein paar kleine Steinchen rein. Ja, ich habe gesagt klein. Und das Spiel gibt mir aber die größten Steine, die ich kriegen kann. So vielleicht noch. Ja, kleine Steinchen. Jo, jo. Diese Höhenangaben oder Größenangaben von dem Spiel sind teilweise so komisch. So. Da haben wir hier nochmal so diesen Aspekt, dass es ein bisschen so gerissen ist. Und hier brauchen wir jetzt einen, der einfach nur hier unten ein bisschen den macht. Und dann hier so unten reingeht. So. Perfekt. Schon haben wir hier das geklärt mit Trinken. Wir haben Essen. Hier drin ist alles gut. Und dann würde ich mal sagen, sieht es so gut aus. Wir können den hier nochmal ganz kurz grau färben. So, grau gefärbt. Und schon haben wir das letzte Gehege dieses Zoos fertig. Und ich finde, es ist auch noch ein richtig schönes Gehege gebaut geworden. Wir gehen mal hier unseren Grizzlies einfach zugucken. Und ja, wie gesagt, also ich mag's. Und da kann man auch, finde ich, nichts gegen sagen, gegen dieses Gehege. Für dafür, dass wir so einen limitierten Platz haben und hier noch höher reingebracht haben, finde ich, ist das sehr, sehr schön geworden. Und deswegen, ich würde mal sagen, schreibt mir mal eure Meinung zu diesem Gehege hier in die Kommentare. Dann, nächste Zoo, wie gesagt, fängt dann wahrscheinlich erst nächsten Freitag an, weil ich werde eine Parktour wahrscheinlich noch hochladen zwischendurch. Ja, und wie gesagt, der nächste Zoo wird dann wieder ein bisschen größerer werden, weil ich habe jetzt mehrere kleine gebaut oder semi-kleine. Ja, ich meine, was hatten wir? Wir hatten Krokus Erlegnis Zoo, hatten wir, der war mittelmäßig, würde ich sagen, von der Größe. Dann hatten wir den Krokus Wildpark, der war
aufwendig, aber klein. Dann haben wir jetzt hier den Mars Zoo, der war auch sehr aufwendig und halt dafür aber auch kleiner. Besonders mit sehr, sehr kleinen Gehegen. Aber ja, nochmal kurz reingucken, ganz kurz, ob es unseren Grizzlies hier gut geht. Natürlich geht es denen hier gut. Denn ihr seht schon, ich habe die Probleme hier versucht zu fixen. Und jetzt haben wir eine Überbelegung in Dings. Nee, Alpha-Status. Okay, dann lagern wir dich ein, weil der andere Kollege hier ist nicht da. So, krankes Tier entdeckt, ist sowieso schon unterwegs auf zum Tierarzt. Hier ist das Männchen ausgewachsen. Packen wir erstmal nur ins Handelszentrum. Weil das Problem ist, wir haben zwei unfruchtbare Tiere hier drin. Die bleiben, werden wir aber hier drin lassen erstmal, glaube ich. Oh, unser Jaguar ist gestorben? Oder wer ist das? Wir sind Amur-Leoparden. Habe ich hier noch genug drin? Oder haben wir jetzt hier zu wenig? Ja, okay, wir haben nur ein Jungtier drin. Okay, alles gut. Dann passt das. Dann sollte sich das Gehege ja von alleine wieder halten. Ansonsten muss ich halt nochmal einen Amur-Leopard hinterher schicken. Und ja, dann würde ich mal sagen, war es das an dieser Stelle mit diesem Video. Achso, und ihr seht, ich habe schon mal neue Bänke hingestellt ein bisschen. Aber guckt euch diesen Spot jetzt aber an. Also ich finde, der ist wirklich richtig, richtig schön geworden bisher. Wenn wir uns das hier angucken. Und dann würde ich einfach mal sagen, wie gesagt, wenn euch diese Serie gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr mehr sehen wollt in Richtung Planet Zoo, lasst doch gerne ein Abo da. Weil, ganz ehrlich, hilft ganz gut. Ich bin jetzt kurz von 300 Subs, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme bin ich bei 299. Also irgendwer wird jetzt der 300. sein, wenn er abonnieren will nach diesem Video. Und ansonsten, ja, wie gesagt, checkt die Parktour aus, wenn ihr nochmal eine Übersicht haben wollt. Wird, wie gesagt, Montag wahrscheinlich dann rauskommen. Und Freitag starten wir mit einer neuen Serie. Weiß nicht, könnt ihr Anregungen schon mal für reinschreiben, auch in die Kommentare, was ich da machen soll, wie, wo, was und so. Ja, also ich werde es wahrscheinlich wieder in Europa machen, weil Wüste und so, weiß nicht, mag ich nicht. Wahrscheinlich wieder einen europäischen Zoo. Wahrscheinlich wieder so ein bisschen standardisiert. So meine Standard-Zoos da. Aber ein bisschen größer, ein bisschen besser ausgebaut und so besser detailliert und so. Das ist so mein Plan. Aber das besprechen wir dann am besten alles am Freitag, wenn wir dann wirklich auch starten damit. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und ciao. Vielen Dank, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Oben rechts siehst du jetzt die passende Playlist zu diesem Projekt. Unten links hat YouTube ein Video passend für dich bereitgestellt. Wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich gerne unterstützen, indem du einen Daumen nach oben dalässt oder den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, um immer über neue Videos informiert zu werden.